einmal an einem kalten Wintermorgen ein Jägersmann auf der Gemarkung Schonas durch den verschneiten Wald. Über der Schulter hing sein Gewehr und in einer Tasche hatte er das Schrot verstaut. Plötzlich sprang eine geißenähnliche Gestalt aus dem Gebüsch und rief: »Hey, wer bist denn du? Und wo ist das lange Ding an deiner Schulter?« Der Jäger antwortete: »Ich bin ein Wanderer und das ist meine Tabakspfeife. Willst du mal probieren?« Der Geißbock ließ sich nicht lange bitten und steckte den Gewehrlauf in sein Maul. Der Jägersmann lud durch und drückte ab. Als der Rauch verzogen war, spuckte die Geiß alle Schrotkörner wieder aus und meinte: »Das ist aber ein starker Tobak«, und verschwand lachend im Gebüsch.